kurz, denn wenn Sie weniger Bass. Das ist jetzt meine Mucke. Und dazu spricht. Nichtmenschliche Euphorie, die führt bei sozialistischen Kollektiven, die in den Nationalsozialisten kurz nach 1933 zu einer euphorischen Phase. Ja, auch im Kommunismus in der Sowjetunion gab es eine euphorische Phase. Vorübergehend die Produktivität und auch die Freude an der Leistung bei den Menschen gestiegen. Langfristig, und das ist jetzt offenkundig, man muss ja dann noch etwas diskutieren, langfristig ist der Sozialismus eine Knebelung, und das ist genau, was wir ja jetzt hier im Grundsystem haben. Wir haben über 70% Leistungsdiebstahl unter diesem Vorwand der höheren Gerechtigkeit und der notwendigen Wirtschaftssteuerung. Es funktioniert nicht. Es basiert auf Neid, es ist ein Umverteilungs- und Abzocksystem für Politfunktionäre, nichts anderes. So, und das sind Dinge aber, die ich nicht aus einer Theorie raus schlussfolgere, sondern die kann man ganz einfach wahrnehmen. Ja, man kann Freiheit, man kann das Entfalten von Potenzial und die Freiheit von einer staatlichen Knebelung und Deckelung und Drosselung doch sofort wahrnehmen. Jeder Unternehmer kann das wahrnehmen. Der sieht doch sofort an seinen Finanzen, wie viel Steuern gehen da ab, wie viel Rechtsvorschriften muss ich beachten. Was darf ich nicht, wie viel darf ich hier in der EU noch? Das weiß doch jeder selbstständige Unternehmer, der merkt das sofort. Dafür brauche ich keinen Liberalismus als Theorie oder Lehre. So, das war eben, was ich dazu sagen wollte. Letztlich ist der Schlüssel immer, die Frage ist, einer als Mensch so weit bewusst, dass er seine direkte Wahrnehmung öffnen kann, dass er sich dem, was ist, zugänglich macht. Ja, und in dem Maße, wie in einer Gesellschaft die Macht schläft, ja, unbewusst ist, in dem Maße lässt sich diese Gesellschaft an der Nase umziehen. Das ist genau der Grund, warum das wieder passiert. Und logischerweise ist es so, dass diese Art von zunehmender Veränderung des Bewusstseins, dass das Bewusstsein fast völlig verschwunden ist, entweder zu einer Wirtschaftskatastrophe führen. Wir werden hier mit einiger Wahrscheinlichkeit eine schlimmere Wirtschaftskrise als die große Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren bekommen. Oder es wird einen Krieg geben, der eben eine fürchterliche und grausame Vernichtung bringt. Das ist dann der Schock, den von die Natur wieder verpasst, immer eingeschaltet wird. Aber wenn man das von einzelnen Krisen, ich ziehe mich an einzelne Wände, ich empfehle meinen anderen klar, ich mache ihn noch Minuten. Ihr braucht keine Theorien, ihr braucht keine Bücher, ihr braucht nicht mal irgendwelche Webseiten, verlasst euch auf eure eigene Wahrnehmung und fangt an, jetzt zu trauen. Vielleicht ist ihr am Anfang noch etwas vernebelt. Ja, man muss sich abseilen, man muss sich abkoppeln, abnabeln von der Menschen, auch von diesen systemkritischen Alternativschwestern, die wir leider nicht oft zum überwiegenden Maß haben. Die meisten systemkritischen Webseiten sind grausamer Unsinn. Da sind in keinem Deutsch besser als die Mainstream-Linien. Ich kann das nur immer wiederholen. Und Leute, die meinen, da kommt die neue Zeit oder die neue Zeit kommt mit der AfD und mit JL-Sätzen oder mit CDA, die haben überhaupt nichts verstanden. Nabelt euch ab, macht euch eure eigenen Aufschlüsse und achtet drauf, wenn ihr seid, wie ihr aus zweiter Hand lebt oder aus erster Hand. Und wer den Geschmack langsam kennenlernt und dann sofort nach dem Schluss aus erster Hand die Wirklichkeit zu spüren, ich habe hier für mich das Handwerkszeug, um zu spielen, was ist echt, was ist nicht echt. Und sagt mir mein Inneres direkt ohne Verstandesvermittlung. Ich spüre das auf der Stelle. Ich spüre sofort meine Magie. Nur einfach mit letzten Ressourcen drauf, dass aber nicht wirklich vom Herzen her die Wahrheit sprechen kann oder sprechen will. Das spüre ich, das höre ich am Klang der Stimme. Und wenn man da eben hinkommt, dann ist man genau an der Quelle. Ich kann das wirklich nicht oft genug wissen, ohne diese Quelle nutzen euch welche Informationen. Danke für die Aufmerksamkeit.